Hallo und herzlich willkommen zu Smart Heads Europe, dein Kanal rund um die Themen Job, Geld, Leben, Business. Ja, heute sprechen wir über Evergrande, dem großen, zweitgrößten Immobilienkonzern China. Und droht in China eine Immobilienblase? Sprechen wir schon über die Lehman Brothers 2.0 Pleite? All das werden wir in diesem Video erörtern. Doch bevor ich wieder in das Video einsteige, möchte ich dich ganz herzlich bitten, den Kanal zu abonnieren, die Videos zu teilen und zu liken. Und du bist natürlich auch herzlich eingeladen, Mitglied unserer Telegram-Gruppe zu werden. Wir starten jetzt in guter alter Manier und legen jetzt sofort los. Ja, heute sprechen wir über Evergrande und viele sagen ja schon, das könnte Lehman Brothers 2.0 sein. Doch ist es wirklich so? Nun müssen wir jetzt erstmal vergegenwärtigen, wer Evergrande überhaupt ist. Evergrande ist der zweitgrößte chinesische Immobilienkonzern, der mit 305 Billionen US-Dollar in der Kreide steht. Das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Und Evergrande schickt natürlich die Börsen auf Talfahrt. Die Hongkonger Börse rauscht richtig ab. Tencent, Alibaba, all diese Börsenwerte verlieren massiv an Wert. Aber jetzt müssen wir uns mal den Vergleich angucken, den viele ziehen. Denn Evergrande ist ja ein Immobilienkonzern und Lehman Brothers war ja eine Investmentgesellschaft. Also da ist schon mal ein großer Unterschied zwischen den beiden. Die Möglichkeiten, die jetzt daraus resultieren, dass in China eine Blase platzt, ist gewaltig. Denn so wie es ausschaut, hat der chinesische Staat überhaupt gar kein Interesse, Evergrande zu stützen oder zu halten. Ja, das heißt, man wird sie auf die Schlachtbank führen. Die Frage ist nur, wie sie geschlachtet wird, beziehungsweise welche Stücke vielleicht noch verwertet werden können. Denn das Problem bei Evergrande ist nämlich folgendes. Evergrande ist, ich würde es mal vergleichen mit einem Oktopus. Denn Evergrande hat nämlich hier eine Beteiligung, zum Beispiel bei einem Automobilkonzern. Es gibt Evergrande Services und man weiß gar nicht, welche Verstrickungen da noch so lauern. Also es ist, wie gesagt, ein sehr weit verwobener Konzern. Und diese anderen Konzerne, die damit verstrickt sind, die drohen natürlich auch mit abzustürzen. Insofern ist es natürlich ein gewaltiges Beben, was sich da abzeichnet. Und man sieht natürlich auch schon, dass der soziale Frieden in China auch gefährdet ist. Denn viele Leute stehen jetzt vor der Evergrande-Zentrale und fordern ihr Geld zurück. Denn was hat Evergrande gemacht? Nun, Evergrande hat gesagt, gut, wir bauen 1 Million Leuten Häuser, Wohnungen und die müssen dafür in Vorleistung gehen, die müssen Vorkasse zahlen. Das heißt, die Leute sind jetzt ihr Geld los und sie stehen vor einer Bauruine, denn auf den Evergrande-Baustellen tut sich nämlich nichts mehr. Kleine Anmerkung dazu, ich habe immer gesagt, sowas kann auch mal in Deutschland passieren. Ich persönlich kenne das ja noch aus den 2009, 2011er Jahren in Tschechien zum Beispiel, wo wirklich auch Bauruinen waren. Also sowas hat es auch schon mal in Europa gegeben, ja? Auch wenn sich das viele nicht so vorstellen können. Die Frage, die sich jetzt ja stellt, weil man schon einen Vergleich zieht zu Lehman Brothers 2.0, ist ja, ob es wirklich zu so einem gewaltigen Beben kommen kann. Und das würde ich verneinen, denn mit Evergrande handelt es sich eher um eine regionale Krise, als statt um eine globale Krise. Denn Evergrande ist ja mehr in China aufgestellt und die haben natürlich da ihre Beteiligung und es sind auch wenig ausländische Firmen, außer BlackRock zum Beispiel ist da mit involviert, die haben investiert. Die gehören natürlich zu den Verlierern. George Soros hat es ja auch schon als tragische Entscheidung angemerkt, ja, dass sie da überhaupt investiert haben, dass sie sich überhaupt da für dieses Investment entschieden haben. Aber es sind wenige ausländische Investoren beteiligt. Und insofern würde ich sagen, ist dieses Beben eher von einer regionalen Art, anstatt von einer globalen Art. Denn Lehman Brothers, die Verstrickungen gingen ja weltweit. Die gingen ja bis zur Sparkasse nach Niedertuttelbach in Deutschland. Ja. Und das gibt es bei Evergrande nicht. Insofern wird es jetzt keine globale Finanzkrise auslösen, aber es wird natürlich die chinesische Wirtschaft auf den Kopf stellen. Sie wird sie gut durchrütteln. Und man sieht ja auch jetzt schon, wie gesagt, dass China unter gewaltigen Problemen steht. Also das Wachstumsziel wird nicht erreicht. In manchen Provinzen ist schon wieder Corona ausgebrochen. Die stehen natürlich auch wieder unter Lockdown. Also man hat in China jetzt auch wieder massive neue gewaltige Probleme, die man zu lösen hat. Und wenn das jetzt noch mit Evergrande kommt, egal wie, egal für welche Richtung man sich entscheidet, es wird einen nicht unerheblichen Einfluss haben auf die Wirtschaft. Das könnte sich natürlich wieder rechnen, wenn man jetzt auf Deutschland schaut, die ja auch schon sehr stark mit China verwoben sind, die sehr, sehr enge Handelsbeziehungen zu China pflegen, dass da natürlich die deutsche Wirtschaft natürlich auch unter Ausfällen leidet, dass vielleicht auch Bestellungen nicht mehr durchgeführt werden, dass sie storniert werden, dass man auf Kosten sitzen bleibt. All das sind Möglichkeiten, die daraus resultieren können. Wie siehst du das? Schreib mir das doch einfach mal in die Kommentare rein. Glaubst du, dass Evergrande, Lehman Brothers 2.0 wird? Ja, bist du der Meinung oder nicht? Mich würde es echt mal interessieren. Schreib es da rein und wir sehen uns schon sehr bald wieder in einem weiteren spannenden Video. Ich bin raus und sage ciao, wie immer, euer Alex.